Hallo NES-Freunde und NES-Freunden, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Monster Truck Rally. Fette Monster Truck Action heute mit mir am NES. Wie so oft kenne ich das Spiel nicht. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich habe es vor genau 5 Minuten schon mal gespielt, habe die Steuerung gar nicht verstanden. Habe mir jetzt doch glatt die Beschreibung als PDF runtergeladen, damit ich verstehe, wie ich hier vom Fleck komme. Und jetzt kenne ich mich aus und Let's Play Monster Truck Rally am NES Nummer 2. Die Steuerung ist nämlich relativ simpel, aber dann doch irgendwie kompliziert. Nämlich A ist Gas geben und schalten gleichzeitig. Also man gibt mit A Gas und wenn man die maximale Geschwindigkeit erreicht hat, drückt man nochmal A, um dann noch mehr Geschwindigkeit zu bekommen. Ja, weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. So. Die Grafik ist irgendwie einerseits ja ganz nice, aber irgendwie andererseits so gar nicht. So, wie geht's jetzt hier weiter? Aha, also diese perspektivische Grafik, ja, gerne, aber ich habe das Gefühl, ich fahre mir ins Gemüse rein, was natürlich nicht so fein ist. Vielleicht gewöhne ich mich noch dran. Ansonsten finde ich die Pixel-Grafik eigentlich ganz fein. Und diese ISO-Sicht stört mich normal überhaupt nicht bei anderen Games. Habe ich gerade noch mal gehört, dass ich darüber gekommen bin. Okay. Und da sind irgendwelche anderen Autos, da fahre ich auch noch drüber. Ich bin ja ein Monster Truck, ich fahre über andere Autos drüber, ist ja klar. Da muss ich mal am zweiten Gang runterschalten. Also mit dem Schalten hätten sie natürlich echt sparen können, Leute. Ich weiß nicht. Das Schalten macht jetzt nicht macht das Spiel irgendwie nicht besser. So. Vielleicht gewöhne ich mich noch an Schalten, ich bezweifle es ein bisschen. Ja, da ist Wasser. Und ich jumpe ab ins Gemüse, okay. Da hätte ich eigentlich vorher bremsen müssen. Und machen wir fette Kurve und geben Gas. Ja, leider, ich werde kein Fan davon werden. Ich sehe schon. Da spiele ich doch lieber RCD Program als das. Also das andere Spiel mit den ferngesteuerten Autos funktioniert da deutlich besser. Obwohl ich das grafisch eigentlich so ganz hübsch finden würde, wäre eigentlich ganz nett, aber dass man die Bergauf-Teile nicht sehen kann, zum Teil, und dann irgendwie die Schräge automatisch rauf werden. Bin ich kein Fan davon. Monster Truck am NES, Leute. Ich fürchte, besser wird's nicht mehr. Aber, ihr kennt das Format ja wahrscheinlich. Jedes NES-Game mindestens 10 Minuten. Da muss ich durch. Da müssen wir durch. Also ihr könnt ja vorspulen, wenn es denn sein muss. Oder ihr leidet hier einfach ein bisschen mit mir. In solchen Situation würde ich mir wünschen, dass mich jemand anruft und mich von meinem Leid hier ein bisschen erlöst. Aber wow, jetzt geht's fett bergab und jetzt springe ich richtig hier raus. Ein bisschen Action kommt schon auf. Ich glaube, wenn man sich vielleicht in die Steuerung reinfuchst, ist es dann vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Aber die Steuerung ist schon ziemlicher Brecher. Boah, voll auf die Sprungschanze rein. Okay, und gleich nochmal voll in die Sprungschanze rein. Nochmal in die Sprungschanze. Rein in die Schanze. Okay, jetzt fahren wir durchs Wasser. Boah, die Wassergeräuscheffekte, Leute. Bist du narrisch. Motorgeräusche finde ich ja eher so, naja. Ich würde gerne höher schalten, aber das bringt nichts. Gas! Gas! Aha, da habe ich ein paar Autos zerdeppert. Eins ist, die gehen wirklich ein bisschen kaputt, oder? Irre ich mich. Wieso wäre ich nicht schneller? Ach, diese Steuerung. Leute, diese Steuerung! Das macht keinen Spaß. Das ist so schade. Wieso hat man sich da für diese Art von Steuerung entschieden?
Wobei ich mir sicher bin, dass es Fans von diesem Spiel gibt. Also, wenn ihr das seht und das war eins eurer Lieblingsgames, ich kann das durchaus nachvollziehen. Aber jetzt so, wir haben hier gerade Ende 2019, schwierig zum Konsumieren, schwierig. Weil wer will sich denn da noch reinfuchsen in so eine Steuerung heutzutage? Macht niemand, es muss einfach alles ganz fluffig fein von Anfang an ab der ersten Spielminute gehen. Trotz Lernkurve. Lernkurve ist okay, auch heute noch, aber es muss Spaß machen von Anfang an. Und das tut es irgendwie nicht. Ich freue mich ja schon, dass ich die Steuerung verstanden habe. So, also so, diese Schikanen fahren, das wäre ja ganz lustig. Das wäre wirklich ganz lustig. Also das Autos überfahren funktioniert gar nicht. Also das fühlt sich einfach nicht so an, als würde ich mit einem Monster Truck über ein anderes Auto drüber fahren. Dafür sind die Reifen auch vielleicht einfach ein bisschen zu klein. Es schaut aus, als hätte ich einfach ein normales großes Auto und jetzt gehen wir mal richtig fett Gas hier. Es fühlt sich einfach nicht wie ein Monster Truck an, ich kann nicht helfen. Come on! Ah ja, Dreher gehabt. Wie er springt auch. Ja, es ist schon ganz okay. Kann mir schon vorstellen, dass das nicht viel besser möglich war, aber... Da gibt's Games mit mehr Gegnern gleichzeitig am NES. Mit mindestens gleich guter Grafik und auf jeden Fall, wow, viel bessere Steuerung. Und gleich noch eins hoch. Gas, Junge, gib Gas! Okay, ich muss da runter. Ah ja, es ist bald aus, Leute. Noch 3 Minuten muss ich durchhalten. Also, bei manchen Spielen fällt es mir echt schwer. Aber ich kann ein bisschen über was anderes quatschen. Ich habe mir heute Let's Play reingezogen, No Man's Sky. Jetzt nach den großen Updates habe ich mal angesehen, wie No Man's Sky jetzt ausschaut. Und das Let's Play, ich weiß jetzt, ich muss jetzt zugeben, ich weiß nicht mehr auswendig, von wem das war. Hat aber ganz gut ausgesehen alles. Hat durchaus noch Spaß ausgesehen, aber ich werde es mir nicht kaufen, weil das ganze Craften und Grinden, ich weiß nicht so recht, ob ich da Bock drauf habe. Mal schauen. Aber No Man's Sky geht ja jetzt auch für die VR-Brille. Würde mich schon reizen. Aber dann habe ich auch wieder gelesen, die Framerate ist wirklich unter aller Sau mit unter 30 Bildern pro Sekunde. Und ich weiß, was das bedeutet. Unter 30 Bilder pro Sekunde bei VR heißt in der Regel instant kotzen. Deswegen werde ich mir das hoffentlich ersparen, dieses Spiel nicht kaufen. Tja, wenn ihr anderer Meinung seid und sagt, das zahlt sich trotzdem aus, rein in die Kommentare damit. Aber ich fürchte, ich werde im Moment keinen noch auslassen. Vielleicht hole ich das doch nochmal irgendwann mal nach. Aber momentan bin ich gut beschäftigt mit NES-Games und was zocke ich sonst noch zurzeit? Dead Cells. Auf der Switch gibt es aber, was ich weiß, auch PC. Also ganz großartiges Game kann ich empfehlen. Gut, Monster Truck Rally am NES. Wir schauen mal da zurück ins Menü. Das nimmt Start nicht, das nimmt A nicht, das nimmt B nicht, das nimmt Select vielleicht. Select nimmt da als Bestätigung. Fragwürdig. Kann ich die Schwierigkeitsgrad einstellen? Was gibt es denn da? Truck Color kann ich einstellen, also die Farbe. Ein Random Track kann ich einstellen. Computerspieler 1 oder 2 kann ich hier einstellen, da bitte. Runden Richtung kann ich. Diese Einstellungsmöglichkeiten ohne Ende. Also da hat man sich schon durchaus Mühe gegeben. Aber ne. Ich werde kein Fan mehr von Monster Truck Rally am NES. Ich sehe hier noch Copyright 1990.
Ja. Für damals ist okay, aber das nicht. Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie war das damals so? Wenn ihr das wisst, wenn ihr das damals gezockt habt, schreibt in die Kommentare, wie fühlte sich das Game 1990 an? Das will ich gern von euch wissen. Ansonsten sage ich danke. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich über Abos. Und am allermeisten freue ich mich immer über Kommentare. Ciao, ciao, bis bald.